So, was steht hier in Schlagzeilen? Flying cars within a year? Ah, super, das ist was, was wir nicht bekommen hätten, wenn wir das Dings da nicht aufgesammelt hätten. So, 771 haben wir, was können wir machen? Gaggerhold ist, glaube ich, nicht so wichtig. Spielen sie Temporary Speed Boost? Weiß nicht, ob das wichtig ist. Weil die auf der Loot ist auch nicht so toll. Mehr Taser. Ich müsste irgendwas gegen Kameras haben. Das hier wäre super, aber viel zu teuer. Also, naja. Speichern muss auf jeden Fall drin sein. Jo. So, neuen Anzug haben wir leider nicht. Ich bleib aber gerade mal bei dem, den wir jetzt anhaben. Ich finde ihn so stylisch. Naja, es geht eigentlich. Aber na gut. Nächste Mission. Steal the Trilby File. Mhm. Okay. Tja. Okay, wir müssen also praktisch jetzt direkt bei denen einbrechen und alles mitnehmen, was uns irgendwie, naja, was angeht. Trilby ist einfach ein echter Dieb. Natürlich ist kein Spiel komplett ohne ein Abwasserkanal-Level. Bin ich hier noch voll im Dunkeln? Ja, bin ich. Ist bestimmt ein Level 3-Schloss. So viel Zeit, wie die mir hier geben. Was? Arschgeigen. Ich habe das wahrscheinlich selbst kaputt getriggert, indem ich das nochmal kurz vorher ausgelöst habe. Nehme ich das da mit? Ja, komm, warum eigentlich nicht? Notiz will ich eh lesen. Tja, Larry. Das war nicht so clever von dir, aber hey. Larry klingt nach nicht unbedingt dem cleversten Held in meiner Welt. Ach komm schon, das war einfach nur scheiße. So. Third brick to the left and second outlet pipe. Okay. Du siehst mich nicht. Ich bin vollkommen unsichtbar. Okay. So, das hier war wohl dann der einfache Part. Ach komm schon. Da ist eine Kamera. Wo ist denn hier eine Kamera? So, dritte Rock. Rock. Stein. Okay, der leichte Part geschafft und jetzt schon kaputt. Ich kann leider nicht durch die Wand tasern. Ich hätte es gemacht, nur weil es witzig ist. So. What? Ah, fuck. Wenn ich den Raum schnell genug verlassen hätte, hätte ich es vielleicht noch geschafft. So, ich mache mir nicht allzu viele Hoffnungen, ehrlich gesagt, dass ich hier jetzt groß was reißen kann. Aber hey. 7. Okay. Ich sag nur 7. Ja, das ist ja mal ein sinnvoller Raum. Okay. Ja, da komme ich jetzt irgendwie nicht dran. Okay, gut, dass wir das abgesprochen haben. Will ich noch Alarm auslösen? Ich denke schon. Oh. Ah, ach, jetzt habe ich ja beide Türen aufgemacht, hä? Nee, nur meine. 6. Okay. Brauche ich noch einen Zettel? Bist du es? Okay. Zelle 1. Ah! Ach so. Ah, super. Das finde ich ja klasse. Na gut. Wenn der oben mich nicht sieht, kann ich doch das Dings da mitnehmen, oder? Ah, ne, habe ich wohl schon. Okay.
Dann. Nein, das wollte ich gar nicht. Okay, wo bin ich denn? Ah, ich verstehe schon. Oh, den Zettel hätte ich vielleicht lesen sollen. Das mache ich am besten gerade mal. Ja, 6, 7, 3. Okay. Welche Reihenfolge finde ich dann noch raus bei Gelegenheit? Ich versuche es einfach mal mit 6, 7, 3. Überraschend einfache Stage eigentlich. Also zumindest der Abschnitt hier. Der Rest war schon nicht so einfach. Och, komm schon. Was? Die haben mich sowas von nicht gesehen. Fies. Na gut. So. Achso, hier ist ja noch dunkel. Was? Warum? So. Hallo? Hallo? Muss ich eigentlich... Ich muss, glaube ich, gar keine bestimmte Anzahl von Loot zusammentragen. Ich tue es trotzdem. Hallo? Just for shits and giggles. Okay, der Code für... Das Dings hat sich wahrscheinlich auch wieder geändert. Ach komm. Das war zum Glück noch gleich. Jetzt habe ich eine kalte Abwasserdusche bekommen. Vielleicht war es ja auch warm. Was mir noch mehr Angst macht. Aber gut. What? What? Okay, ich komme aber auch nicht in absolute Dunkelheit. Ich weiß auch nicht mal, welches Kabel ich eben durchgeschnitten habe. Scheiße. Guck weg. Genau. Hey. Hallo. Und wieder mal zwei Alarme ausgelöst. Schön. So regeln die Pros, wie das. So. Ach komm! Hallo? Wird mir langsam ein bisschen zu viel Bullshit hier. So, was haben wir hier? Zwei. Hallo? So, einer ist noch da. Leider ist nichts im Klo drin. Achso, nee. Ach, da ist es. Ich glaube, hier war es grün, ne? Ja. Gut. Also 2, 8 und dann das, was wir noch kriegen. Nehme ich Geld mit? Nee. Wenn ich es eh nochmal spielen soll, warum soll ich mir jetzt. Warum soll ich jetzt unsere Zeit verschwenden? 2, 8. 7. Ich finde es übrigens toll, dass das wieder Larry geschrieben hat. Larry ist mein Held. Der macht meinen Job so viel einfacher. 2, 8, 7. Gut zu wissen. Ist halt blöd. Man sieht es nicht genau. Also die Steuerung ist nicht perfekt, aber es funktioniert. Das Problem ist, wenn auch nur ein Pixel von einem raushängt, dann, ja. Bzzzt. Okay, gut. 2, 8, 7.
Alle, hoppa. Oh. 278. Ne, Moment. 827 so. Weil die letzte Zahl musste ja 7 sein. Okay. Sieht auch gar nicht so doof aus. Ich habe das Gefühl, in diesen Dingern hier neben, mit den Buchstaben, sind auch noch irgendwelche lustigen Informationen, die ich vielleicht mitnehmen sollte. Also auf jeden Fall muss ich zu T für Trilby. Aber vielleicht sollte ich auch mal unter, was weiß ich, zum Beispiel H für Hannelore Elstner gucken. Ich weiß es doch nicht. Hallo? Okay, zum Beispiel, C für Company. Upsa. Wie heißt, was haben wir noch? B? Ah, na gut. Wenigstens habe ich jetzt Zeit. Zap. Ansonsten nichts, aber C für Company nehme ich, glaube ich, mit. Ich glaube, das ist auch wieder sowas wie dieser Flying Car Chip, wie ich ihn jetzt einfach mal in der Mangelung eines besseren Wortes nenne. Dass das vielleicht noch storymäßig was Kleines verändert. Ich könnte mich irren, aber es würde zum Yahtzee Crow Show passen. Okay, wie komme ich da rein? Da komme ich nur so rein. Ich muss auch immer mal wieder ein Auge auf die Karte werfen, damit ich überhaupt weiß, wo ich lang muss. Den habe ich gar nicht gesehen. Ach, scheiße, ist ja ein Laser. Schnell, schnell, schnell. Ja, ganz toll. Das ist auch egal. Das Geld habe ich noch mitgenommen. Okay, das kriegen wir nochmal schön hin. Scheint aber auch eine letzte Mission zu sein, wenn ich so drüber nachdenke. Ich meine, wir sind jetzt schon im Hauptquartier der Company. Ich lasse jetzt den ganzen Loot einfach mal liegen. Und, ja. Kann ja nicht mehr so viel kommen. Ups, das wollte ich gar nicht. Nein, runter. Wie gesagt, die Steuerung ist nicht perfekt. Ist okay, aber ist nicht perfekt. Aber welches Spiel hat schon perfekte Steuerung? So, jetzt bin ich also hier. Den Typen mag ich. Falls das einer nicht mitbekommen hat, das ist gar keine Wache. Das ist irgend so ein Verrückter, der sich für eine Wache hält. Und, naja. Will ich überhaupt erlangen? Ja, will ich. Der sich für eine Wache hält und eine Uniform trägt. Hey, die Tür habe ich doch eiskalt aufgemacht. Was zur Hölle? Scheiße. Ja, und eine Wachuniform trägt und deswegen halt eingesperrt ist. Wahrscheinlich ist es Larry. What? So. Das hier ist die zweite Zahl. What? Müsste zumindest sein. 9. Ich mag die Musik irgendwie. Die ist ziemlich gut gemacht für so ein Spiel. 9. Also 3, 9 und dann noch was. Drei, neun. Neun. Zwei. Ach, scheiße. Das war unnötig. Mensch, Larry. Du und ich gegen den Rest der Welt. Ich hab den Code vergessen.
Scheiße, ich hab wirklich den Code vergessen. 392? Was? 2? Scheiße. Ach Gott, noch bin ich oben und kann wieder runter. Ich kann da natürlich auch Trial and Error irgendwas machen. Ich meine, ich kenne ja 2 von den Zahlen. Was mach ich denn? Das habe ich hier eigentlich mir gerade dabei gedacht, wenn ich Gedanken versunken war. Einfach, oh, da kannst du auch mit Laser laufen. Mal gucken. Ich meine, es wäre 392, aber ich kann mich irren. So. Ja, gut, gut. So. Weiß ich wenigstens auch, dass ich nur zum C muss. Ich kann auch noch mal unter P gucken für Perota. Sollte mir schwer wundern, wenn er die Chance ausgelassen hätte. Hm? Ja. Das wäre fast ins Auge gegangen. Ach, scheiße. Das war auch ziemlich unnötig, aber weh. Hallo. Hallo. Ich glaube, den taser ich tatsächlich mal. So. Ich gehe trotzdem mal alle Schränke durch, denke ich. V. W. X. Y, Z. Oh mein Gott, die sind alle nach dem Alphabet geordnet. Das ist ein Zeichen. Zum hier. Nein, du siehst nichts. So. Oh. Oh fuck. Wieder. Okay, ganz vorsichtig. Nö, hier ist nix. Hab mich gehört. S, nö. Trilby. Nur sicher gehen, dass die Fotos hier sind. War ja klar. So kann's gehen, Trilby. Elizabeth Perota. Also ist entweder E oder P. Okay. Tja. Und im Christian Name, ist dann E? Oder habe ich vielleicht sogar was weggedrückt, wo der Name noch vorgekommen wäre? Ich gucke mal unter E. Zur Not gehe ich alle durch. Passt schon. Christian Name. Ich kenne das nur als Maiden Name, dass das der Mädchenname wäre. Christian Name, den Ausdruck habe ich noch nicht gehört. Aber der gute Yazzie ist ja auch Australier, vielleicht. Ah, da war's. Ist das anders. Back to the surface. Quickly and quietly. Ja, bin sehr deiner Meinung, Chloe. Okay. Keine Musik. Tür ist zu. Das ist nicht so gut. Okay, Battlesphere, was? Okay. Mhm. Tendenziell nicht so toll. Ah, wow. Okay, das Ding muss irgendwo eine Schwachstelle haben. Ich sehe da oben ein paar Kabel raushängen. Und naja, wir haben nur eine Angriffsmöglichkeit. Das ist schwierig. Ich weiß nicht, ob das was jetzt gebracht hat, aber... Oh, ich habe unten hier Leben. Das ist natürlich an sich gut. An
an sich aber auch schlecht, weil ich rapide an Leben verliere. Na, Wix ist dem ausgewichen. Aha. Wix war mein Gedanke richtig. Auch wenn mich jetzt gerade ein mit dem Flammenwerfer angegrillt hat. Ja, toll. Hm. Ja, ich will nach unten. Ach, toll. Muss erst den Dialog wegklicken. Nochmal. Aha. Ja, du hast recht, ich habe keine Ahnung, was ich tue. Aber das muss ich auch nicht. Ich will ja nur was kaputt machen. Aber auch nicht mehr viel Leben. Glücklicherweise macht das auch nichts. Ja, ich glaube, wir sollten abhauen. Eine Minute. Ja, doch. Ja, ja. Nehmen wir die Toilettenabkürzung. Ich weiß nicht, ob Rollen schneller ist. Ich habe nur das Gefühl, das ist gut. Hier muss man raus. Ich muss sich mal um Kameras kümmern. Das ist ein schönes Gefühl. Fuck, 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 fuck. Geh da hoch, du Schwibbi. Mach mich nicht schwach, Junge. Oh, my never, my Drobbe. Okay, wo geht's hier raus? Muss ich jetzt erst aufs Schloss knacken? Ihr seid doch wahnsinnig! Oh Gott, noch 20 Sekunden. Grad so. Puh. 24 Stunden später. Jack Bauer sucht immer noch die Bombe. Ja, nebenbei auch das. Oha. Gut, dass ich die noch mitgenommen habe. Frauen sind böse. Natürlich, das hier ist Film Noir. Jeder ist böse in Film Noir. Du bist ein netter Kerl. Sehr schön! Sehr, sehr schön! Natürlich unser Rang grauenvoll. Aber das macht nichts. Ich glaube nämlich, damit haben wir es geschafft. Na gut. Das sind halt unsere Ränge, die wir jetzt noch nicht gemacht haben. Ein neues Outfit freigeschaltet. Das gucken wir uns natürlich noch an. Nach dem Abspann würde ich aber sagen. The company base is destroyed and they're too busy licking their wounds to worry about me from now on. In all, total success, but I can't shake the feeling that I could have done better. I'm not a kind of martial thieves who leaves job half finished. I have a reputation to think of. Truby the man can be killed, injured, arrested. Truby the idea, Truby the half-heard noise on the stair. Truby the flickering movement in the shadows. That is what will terrorize the rich for generations to come.
There's always more loot to steal, more idleness to fund it, more room for improvement. Na gut, mit dem Rang von B. Aber das kriege ich besser hin. Nur nicht mehr mit euch. Denn ich glaube, das war's so im Großen und Ganzen mit Let's Play Trilby, The Art of Theft. Bleibt eigentlich nur, mal kurz die Zeit zu gucken, just who is Trilby? Tja. Wer weiß, vielleicht finden wir es nie raus. Vielleicht aber auch bald. Sicher ist nur, dass ich jetzt mal speichere. Und wir uns den nächsten Anzug angucken. Lazy Sunday. Ah ja, genau. Oh ja, das ist es. Naja, gefällt mich ganz so gut, aber was soll's. Dieser Anzug ist witzigerweise Part einer Challenge, von der ich mal gehört habe. In diesem Anzug können wir, egal ob wir uns an die Wand drücken oder nicht, in halbem Licht gesehen werden. Und wenn wir, es gibt, ich glaube, wir haben noch so einen Challenge-Mode freigeschaltet. Man kann jetzt alle sieben Missionen, das glaube ich. Ja, genau. 7 hieß Complete Without a Break. Also wir können jetzt alle 7 Missionen, die wir gespielt haben, am Stück durchzocken. Mit 7 Taser-Möglichkeiten, 7 Alarm-Limits insgesamt. Wenn wir das schaffen, sind wir der King. Wenn wir das im Lazy Sunday-Anzug, mit dem man uns einfacher sieht, schaffen, dann... Herr der Diebe! Meisterdieb aller Zeiten. Dann kriegt man einen ganz besonderen Anzug. Was für einer es ist, keine Ahnung. Nee, wirklich, ich habe keine Ahnung. Und was die anderen sind, werde ich euch auch nicht verraten. Ihr sollt ja auch noch einen Anreiz haben, das Spiel selbst zu spielen. Wenn ihr also auch genauso tollen Anzüge haben wollt, wie jetzt unser guter Trilby hier, ladet euch das Spiel runter umsonst. Ich habe euch einen Link in die Download-Beschreibung des ersten Parts gepackt. Einen Download-Link in die Beschreibung des ersten Parts gepackt. So... Tja, ich würde trotzdem sagen, das war's mit Let's Play Trilby, The Art of Theft. Ich hoffe, es hat euch halbwegs gefallen. Ich bin Doc Oppenheimer und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.